So, jetzt haben wir sehr viel über lineare Gleichungssysteme gemacht, eigentlich seit Beginn der linearen Algebra 1. Und was wir jetzt ja auch mal anschauen könnten, wären lineare Ungleichungssysteme. Und das machen wir in diesem Kapitel. Da sind die Lösungsmengen sogenannte konvexe Mengen, manchmal auch speziellere, nämlich Polyeder oder Polytope. Und das wollen wir jetzt studieren. Als erstes schauen wir uns die Grundbegriffe an und definieren, was überhaupt eine konvexe Menge ist. Wichtig ist dabei, dass wir stets im R hoch m ab jetzt arbeiten, nur im R hoch m, so also relativ konkret. Und wann immer wir das Skalarprodukt benutzen oder die Norm, beziehen wir uns immer auf das Standard-Skalarprodukt und die davon induzierte Norm. Gut, also der Begriff von konvex, vielleicht schauen wir uns als allererstes mal ein Bild an, nämlich hier auf dieser Seite. Eine Teilmenge des R hoch m heißt konvex, wenn sie mit je zwei Punkten auch die Verbindungsstrecke enthält. Also in dem Bild sieht man es hier auf der Seite sehr schön. Da haben wir eine rote Teilmenge des R hoch 2. Und wenn wir da zwei Punkte rausnehmen, diese zwei Punkte, die Sie hier sehen, dann ist die Verbindungsstrecke zwischen den beiden Punkten nicht komplett in der Menge. Es gibt also Punkte auf der Verbindungsstrecke, die nicht zur Menge gehören, hier in der Mitte. Also ist das keine konvexe Menge. Und die andere Menge hat die Eigenschaft, also Sie sehen jetzt hier zwei Punkte, aber das ist aus dem Bild schon klar, es ist egal, welche zwei Punkte Sie nehmen. Wenn Sie zwei Punkte rausnehmen, dann ist die gesamte Verbindungsstrecke immer mit dabei. Also eine konvexe Menge ist irgendwie sowas Ovales, so müssen Sie sich das vorstellen, ohne Ausbuchtungen nach innen, nur nach außen ausgebuchtet. In alten Texten nennt man konvexe Mengen auch eiförmige Mengen. Also das gibt ganz schön wieder, wie Sie sich das vorstellen müssen. So, jetzt wollen wir diese Anschauung etwas exakter machen. Naja, wie beschreibt man denn das Verbindungsstück zwischen zwei Punkten? Naja, als erstes können wir uns ja mal überlegen, wie sieht denn die Gerade aus, die durch zwei Punkte geht. Also wenn Sie zwei verschiedene Punkte im R hoch m haben, a und b, irgendwo hier ist der Nullpunkt, wie würde man denn die Gerade beschreiben? Naja, da brauchen Sie einmal den Verbindungsvektor. Das ist der Vektor, den Sie an a ansetzen müssen, um zu b zu kommen. Das ist zum Beispiel der Vektor b minus a. Wenn Sie den Vektor b minus a zu a addieren, landen Sie offensichtlich bei b. Das ist also der Verbindungsvektor. Naja, und dann brauchen wir einen Aufpunkt. Das wäre der Punkt A zum Beispiel. Und wenn wir jetzt die Gerade beschreiben möchten, müssen wir zu diesem Aufpunkt beliebige Vielfache dieses Verbindungsvektors addieren. Also die gesamte Gerade, dann nennen wir sie mal g unten AB für die Gerade durch A und B. Das wäre zum Beispiel die Menge aller a plus Lambda mal b minus a. Und Lambda durchläuft dabei alle reellen Zahlen. Für Lambda gleich 0 haben Sie genau den Aufpunkt A. Für Lambda gleich 1 hebt sich das A weg und Sie sind genau an dem Punkt B. Also das wäre die gesamte Gerade. Das ist natürlich ein affiner Unterraum. Eine Basis des dazugehörigen parallelen Unterraums ist der Vektor B minus A. Wenn Sie den nicht verschieben, bekämen Sie hier diesen Unterraum in Richtung mit Basisvektor b minus a durch die 0. Aber jetzt verschieben wir ihn noch affin durch den Punkt a, damit wir wirklich diese Gerade bekommen. Das ist die gesamte Gerade. So, und jetzt ist die Frage, welchen Teil wollen wir eigentlich anschauen? Naja, wir wollen uns die Verbindungsstrecke zwischen a und b anschauen. Und das sieht man jetzt genauso. Das ist eben einfach, entsteht dadurch, indem wir diesen Wert Lambda zwischen 0 und 1 nur laufen lassen. Weil wenn wir bei 0 sind, gerade habe ich das schon gesagt, sind wir bei a. Wenn wir 1 einsetzen, sind wir bei b und für die Werte dazwischen sind wir eben hier genau dazwischen. Für Lambda 1/2 haben wir genau 1/2 a plus 1/2 b. Wenn Sie sich das hier anschauen, das ist also genau der Mittelpunkt. Das können wir zum Anlass nehmen, eben das Intervall von a nach b. Und da verwenden wir jetzt auch im R hoch m diese Notation. Obwohl a und b Vektoren im R hoch m sind, verwende ich diese Notation. Das ist natürlich jetzt kein Re Intervall in den reellen Zahlen, sondern ein Intervall im Raum. Das sind eben alle Punkte von der Gestalt a plus Lambda b minus a, wobei das Lambda zwischen 0 und 1 läuft. Das wäre jetzt dann auf die Art und Weise, kriegt man dann genau diese Verbindungsstrecke. Das wäre jetzt also das Intervall von a nach b.
Jetzt ist es normalerweise noch üblich, das nicht so zu sortieren, sondern die A's und die B's zusammenzufassen. Also wenn wir uns das nochmal anschauen, was passiert, wenn wir das umschreiben. Also wir haben A plus Lambda mal B minus A. Wenn wir das jetzt die A's zusammensortieren, haben wir natürlich 1 minus Lambda mal A plus Lambda mal B. So könnte man das auch schreiben. Und das Lambda läuft jetzt hier von 0 bis 1. Und dann laufen wir diese Verbindungsstrecke entlang. Und manchmal schreibt man es dann auch noch umgekehrt, nämlich als Lambda mal A plus 1 minus Lambda mal B. Das ist aber einfach, das ist völlig egal, weil ob, wenn Lambda zwischen 0 und 1 läuft, dann läuft hier das zwischen 0 und 1 und 1 minus Lambda läuft auch zwischen 0 und 1 und dann kann ich das Lambda hier und das 1 minus Lambda hier hinschreiben. Das spielt eben letztendlich nur eine Rolle, in welche Richtung wir dieses Intervall durchlaufen. Aber wenn wir das Intervall definieren, und da sehen Sie jetzt also links die Definition nochmal, ist es völlig egal, ob wir links Lambda und oder 1 minus Lambda hinschreiben und dann entsprechend hier 1 minus Lambda oder Lambda. Deshalb kann man das auch so schreiben. Also hier sehen Sie nochmal die Definition jetzt in dieser leicht anderen Schreibweise des Intervalls von A nach B, also die Verbindungsstrecke von A nach B. Das ist ein Teil der Geraden, die durch A und B läuft, und zwar genau der Teil zwischen A und B. So, und damit sehen wir jetzt, wie wir Konvexität definieren können. Eine Menge heißt konvex, wenn für je zwei Punkte A und B alle Punkte von diesem Typ auch mit dazugehören. Das ist die ursprüngliche Definition, da können wir jetzt also nach der Motivation auf die erste Seite zurückgehen. Wir haben eine Menge S im R hoch N und nennen sie konvex, wenn für alle Punkte A und B und für alle Lambda zwischen 0 und 1 stets Lambda mal A plus 1 minus Lambda mal B auch zu S gehört. Das ist also die formale Definition von genau dem, was ich Ihnen gerade anschaulich erklärt habe. Und dann gibt es auch noch den Begriff von konvexem Kegel. Und da ist die eigentliche ursprüngliche Definition, es ist eine Menge, die konvex, aber zusätzlich abgeschlossen ist unter beliebigen positiven Skalierungen. Also ein Kegel ist etwas, was so aussieht, wie eine Eistüte, allerdings eine gefüllte Eistüte. Ja, ungefüllte Eistüten sind unbefriedigend. Das heißt, das muss einerseits eine konvexe Menge sein. Sieht man, die ist konvex. Aber sie erfüllt noch mehr, nämlich Sie können einen beliebigen Punkt rausnehmen aus Ihrer Menge und Sie können ihn skalieren mit einem beliebigen Faktor, mit einem beliebigen positiven Faktor. Also Sie können ihn verdoppeln oder verdreifachen und so weiter. Und es muss immer mit drin sein. Also es muss abgeschlossen sein unter positiven Halbstrahlen durch Punkte. Zusätzlich zur Konvexität, damit man es einen konvexen Kegel. Und das Bild, das Sie dabei im Kopf haben sollten, ist eben wirklich eine konvexe Menge an sich, ist irgend so was Eiförmiges, nur nach außen gewölbt. Und ein konvexer Kegel ist so etwas wie eine Eistüte, die also zusätzlich noch ins Unendliche geht und abgeschlossen ist unter positiven Skalierungen. Gut, also das ist die Definition von konvex. Diese Bemerkung habe ich Ihnen gerade am Anfang erklärt, also wie man die Gerade durch zwei Punkte aufstellt, wie man daraus sieht, was das Verbindungsstück zwischen A und B ist und dann hier dieses entsprechende Bild, was die Konvexität also anschaulich besagt. Übrigens können Sie auch konvexen Kegel anders definieren. Also wir hatten jetzt gesagt, K ist konvexer Kegel. Per Definition, genau dann, wenn K ist konvex und K ist abgeschlossen unter Skalierung mit nicht negativen Zahlen. Schreiben wir das mal kurz so. R größer gleich 0 mal K bleibt in K. Kurzschreibweise für abgeschlossen unter Skalierungen. Und ich meine, die Konvexität haben wir definiert. Das bedeutet, Verbindungsstücke bleiben drin. Sie können aber auch alternativ, wenn Ihnen das lieber ist, sagen, naja, abgeschlossen unter positiver Skalierung, das behalten wir. Und dann können Sie aber stattdessen auch sagen, abgeschlossen unter Summen. K plus K Teil Menge K. Also Sie können addieren und bleiben drin und Sie können positiv skalieren und bleiben drin. Das ist auch eine Möglichkeit,
konvexen Kegel zu definieren. Diese verschiedenen Definitionen sind äquivalent. Also das können wir uns ja ganz kurz überlegen. Also das hier und das hier steht sowieso bei beiden. Wir müssen also nur zeigen, wenn diese Bedingung gilt, dann ist der Begriff konvex äquivalent zu abgeschlossen unter Plus. Dann überlegen wir uns also mal die Definition von oben nach unten. Naja, da müssen wir uns jetzt also zwei Elemente hernehmen, nennen wir sie A und B. Und müssen zeigen, A plus B ist selbst wieder drin. Naja, wir wissen, dass wir eine Konvexkombination bilden können. Also das nennt man übrigens Konvexkombination, so eine Verbindung, ein Punkt auf der Verbindungsstrecke. Also wir wissen, wir könnten zum Beispiel bilden ein halb A plus ein halb B. Davon wüssten wir, dass es in K liegt wegen der Konvexität. Das ist ja genau vom Typ Lambda mal A plus 1 minus Lambda mal B. Wenn das Lambda ein halb ist, sind Lambda und 1 minus Lambda beide ein halb. Da wissen wir jetzt also, die sind in K. Naja, das ist jetzt dummerweise noch nicht dasselbe wie A plus B, aber es ist eben dasselbe, wenn wir es mit 2 anschließend multiplizieren. Okay? Und jetzt sehen wir, das hier ist in K, weil wir ja die Konvexität vorausgesetzt haben. Aber positiv skalieren dürfen wir auch, das haben wir auch vorausgesetzt. Also bleibt es insgesamt in K. Damit ist also durch diese beiden oberen Bedingungen auch sichergestellt, dass einfach die ganz normale Summe mit drin bleibt. So, aber die andere Richtung geht im Prinzip ganz ähnlich. Da müssen wir jetzt die Konvexität nachrechnen. Da müssen wir uns jetzt also mit unseren Punkten A und B und einem Lambda anfangen und müssen zeigen, wenn das Lambda zwischen 0 und 1 liegt, dann ist das wieder in K. Wir müssen einfach die Konvexität nachrechnen. Wir dürfen es auf die Summe zurückführen. Da gibt es aber im Prinzip fast nichts zu zeigen, weil wir wissen ja nach Voraussetzung, das ist in K. Das ist ja eine positive Skalierung von A. Der Punkt A war in K. Das Lambda ist zwischen 0 und 1, dann ist das eine positive Skalierung von A. Und wir setzen ja hier unten auf jeden Fall schon mal voraus, skalieren dürfen wir beliebig. Naja, und das gleiche Argument hier, dass 1 minus Lambda ist auch zwischen 0 und 1, wenn das Lambda zwischen 0 und 1 war, ist also auch eine Skalierung von etwas aus K, eine positive, bleibt also in K. Und jetzt dürfen wir nach Voraussetzungen annehmen, dass das K abgeschlossen ist unter ganz normalen Summen. Habe ich also eine Summe von zwei Elementen aus K stehen, ich sehe, das Ergebnis bleibt drin, damit habe ich die Konvexität nachgerechnet. Also wenn Ihnen das lieber ist, sich den Begriff konvexer Kegel so zu merken, können Sie das genauso tun. Skalieren und addieren müssen Sie drin können. Und das, was Sie sich dabei vorstellen müssen, ist ein ausgefüllter Eiskegel, ausgefüllte Eistüte. Gut, jetzt schauen wir uns mal an, was gibt es denn für konvexe Mengen? Und das die einfachste, die offensichtlichste vielleicht, naja, der ganze Raum ist natürlich ein konvexer Kegel, aber auch eine konvexe Menge. Aber damit es nicht ganz trivial ist, schauen wir uns sogenannte Halbräume an. Ein Halbraum, sagt der Begriff schon, sollte die Hälfte des Raumes sein. Das definieren wir folgendermaßen. Wir geben uns einen Vektor vor, der sollte nicht der Nullvektor sein. Und wir geben uns eine Zahl vor, R. Jetzt definieren wir den sogenannten Halbraum, der durch diese zwei Parameter V und R gegeben ist, folgendermaßen. Wir nehmen alle Punkte in dem Raum, A auf R hoch M, für die das Skalarprodukt von V mit A, und natürlich können wir das auch in Vektorschreibweise schreiben, V transponiert mal A, das ist ja einfach das Standardskalarprodukt, wenn Sie einen Zeilenvektor mit einem Spaltenvektor multiplizieren, ist das das gleiche wie das Standardskalarprodukt. Das soll größer gleich R sein. Also das V taucht hier als Parameter auf und das R taucht auch auf, und jetzt nehmen wir alle A, die das erfüllen. Das ist übrigens nichts anderes als die Lösungsmenge einer einzigen linearen Ungleichung. Eine lineare Ungleichung. So können Sie es also auch sagen. Ein Halbraum ist die Lösungsmenge einer einzigen linearen Ungleichung, weil hier steht ja eine lineare Ungleichung. Die Koeffizienten dieser linearen Ungleichung sind die Einträge von V, dieses Vektors V. Und dieses R ist sozusagen das, was auf der rechten Seite steht, was die ganze Sache im Prinzip inhomogen macht. Also das wäre eine potenziell inhomogene lineare Ungleichung. Und deren Lösungsmenge nennen wir einen Halbraum. Okay? Und den Vektor V
nennen wir auch den normalen Vektor dieses Halbraums. Und dann gibt es noch den sogenannten Rand dieses Halbraums. Das sind die Punkte, die diese Ungleichung exakt erfüllen. Also R, VR, sind diejenigen A's aus R hoch M, für die da nicht größer gleich, sondern gleich gilt. Also schreiben wir gleich hin, V transponiert A gleich R. Das ist der sogenannte Rand des Halbraums. Das ist ein Objekt, das wir schon sehr gut kennen. Das ist nämlich einfach, was hier steht, eine einzige inhomogene lineare Gleichung. Und da wissen wir, wie das aussieht. Das ist eben ein affiner Unterraum von Dimension m-1, also eine affine Hyperebene. Wir müssen uns wirklich vorstellen, wie Raum so eine Ebene, die eben affin ist, also nicht unbedingt durch den Nullpunkt geht. Das ist der Rand. Und insofern ist es der Rand, weil es, man kann sich überlegen, dass das auch im topologischen Sinne der Rand ist, dieses Halbraums. Das sind die Punkte, die die Ungleichung gerade noch so erfüllen, aber wenn man sie ein bisschen ändert in die falsche Richtung, erfüllen sie nicht mehr. Also es ist wirklich genau das, was man auch im analytisch oder im topologischen Sinne als Rand bezeichnen würde. Also lassen Sie uns mal ein bisschen anschaulich überlegen, wie das aussieht. Also, wenn wir diesen Vektor V hier gegeben haben, hier ist der Nullpunkt, können wir mal überlegen, was wäre der Halbraum V mit Parameter 0 oder eben dementsprechend auch der Rand, wenn wir 0 hernehmen. Naja, vielleicht fangen wir mit dem Rand an. Das sind diejenigen A's aus R hoch M, die die Eigenschaft haben, Skalarprodukt V mit A ist gleich 0. Das kennen wir schon sehr gut. Das ist einfach, ist das das orthogonale Komplement. Das haben wir auch mal als das orthogonale Komplement von V bezeichnet. Die Vektoren, die darauf senkrecht stehen, das ist ein Untervektorraum. Und zwar eben der, der zu V senkrecht steht. Das wäre der Rand. So, und jetzt die Menge H von V0. Da kommt der Unterschied dazu, dass wir hier nicht gleich 0, sondern größer gleich 0 fordern. Also wir haben eine schwächere Bedingung. Der Halbraum sind die Elemente A aus R hoch M, für die gilt V von A größer gleich 0. Können Sie jetzt, wenn Sie wollen, in Winkel denken, dass das Skalarprodukt größer gleich 0 ist, bedeutet mit unserer Definition von Winkel einfach, dass der Winkel, den dieser Vektor mit V einschließt, 90 Grad oder kleiner ist. Oder Sie können sich auch überlegen, das bedeutet eben einfach, dass wir hier in diesem Bereich sind. Also zum Beispiel der Vektor V selbst gehört dazu, weil wenn Sie nämlich den Vektor, das Skalarprodukt von V mit sich selbst ausrechnen, dann kommt die Norm von V zum Quadrat raus und die ist sogar strikt positiv, also größer gleich 0. Also da sieht man eben dann, sobald Sie in die eine Richtung abweichen von diesem Rand, sind Sie in dem Halbraum. Der Halbraum besteht genau aus all diesen Punkten. Also wenn wir den Halbraum jetzt einzeichnen wollen, dann besteht der natürlich aus dem Rand. Der gehört mit dazu, also das könnten wir jetzt auch noch blau anmalen, wenn wir wollen. Aber eben zusätzlich aus allem, was jetzt hier so schräg oberhalb von rechts liegt, von schräg oberhalb rechts von unserem Rand. Und da macht auch der Sinn, macht auch der Begriff Halbraum Sinn, weil es wirklich die Hälfte des Raumes ist, ausgehend von dieser Hyperebene, von diesem Rand. So, das war jetzt der einfache Fall für R gleich 0. Naja, und jetzt kann man sich ganz leicht überlegen, wenn ich jetzt ein anderes R wähle, dann verschiebt das es einfach parallel. Also für den Rand wissen wir das schon. Wenn ich jetzt hier gleich R hinschreibe, dann wird es eben eine affine Hyperebene. Und je nachdem, wie ich das R wähle, wenn ich es positiv wähle, verschiebt es das in Richtung V. Also zum Beispiel, wenn ich das R so wähle, dass es genau die Norm von V zum Quadrat ist, dann gehört der Vektor V dazu. Wenn ich so hinschreibe, wenn ich die Bedingung hinschreibe, das Skalarprodukt von V mit A soll exakt die Norm von V zum Quadrat sein, dann erfüllt das natürlich der Vektor V selbst. Und damit sehen wir dann, das ist die entsprechend verschobene Hyperebene so, dass sie durch den Punkt V geht. Also wenn wir dieses R positiv wählen, verschiebt es das einfach alles in Richtung V.
Und dementsprechend, wenn wir es negativ wählen, verschiebt es in Gegenrichtung. Okay, also, und das Gleiche stimmt dann für den Halbraum. Der Halbraum besteht immer noch aus der einen Seite, der kompletten einen Hälfte des Raumes auf der einen Seite von dem Rand und eben immer aus der Seite in die Richtung, wie dieser normalen Vektor V zeigt, und der Parameter R verschiebt alles nach oben oder nach unten, also in Richtung V oder in Gegenrichtung von V. Gut, also so müssen Sie sich Halbräume vorstellen, und damit wissen wir jetzt eben auch schon, wie die Lösungsmenge einer einzelnen linearen Ungleichung aussieht. Das ist ein solcher Halbraum, ziemlich groß. So, diese Proposition 814 kombiniert ein paar grundlegende Ergebnisse über konvexe Mengen und konvexe Kegel. Also die erste Aussage in dieser Proposition ist, Halbräume sind in der Tat konvex. Das ist das, was hier als allererstes steht. Das sind also vielleicht die einfachsten Beispiele für konvexe Mengen. Das will ich Ihnen einfach mal vorrechnen, das ist ganz leicht, aber einmal als Beispiel vorgerechnet kann sicherlich nicht schaden. Also wir nehmen zwei Punkte A und B aus irgendeinem Halbraum mit normalem Vektor V und diesem Parameter R. Und das heißt ja nichts anderes als, dass das Skalarprodukt von A mit V größer gleich R ist und das Skalarprodukt von B mit V ebenfalls größer gleich R. So, und jetzt nehmen wir uns ein Lambda zwischen 0 und 1 und müssen zeigen, wenn ich jetzt Lambda A plus 1 minus Lambda B bilde, also diese sogenannte Konvexkombination der beiden Punkte, dass das in diesem Halbraum bleibt. Und um das zu überprüfen, muss ich das Skalarprodukt mit V ausrechnen und muss mich überzeugen, dass es immer noch größer gleich 0 ist. Naja, es ist offensichtlich, was wir jetzt hier tun müssen. Wir müssen die Linearität des Skalarprodukts in der ersten Komponente benutzen, müssen die Summen auseinanderziehen, die Skalare vorne raus. Dann haben wir also Lambda mal AV plus 1 minus Lambda mal Skalarprodukt BV. So, diese Vorfaktoren Lambda und 1 minus Lambda sind beide größer gleich 0. Dann wird es also insgesamt kleiner, wenn ich die beiden Skalarprodukte jeweils durch was Kleineres ersetze. Und da weiß ich ja nach Voraussetzung, es ist jeweils größer gleich R. Also jetzt schreibe ich hier R hin und hier schreibe ich R hin. Habe ich es insgesamt höchstens kleiner gemacht. Jetzt kann ich das R natürlich rausheben. Was übrig bleibt, ist Lambda plus 1 minus Lambda mal R. Und Lambda plus 1 minus Lambda, erfreulicherweise, ergibt genau 1. Bleibt also R übrig. Das heißt, wir haben gezeigt, auch diese Konvexkombination Lambda A plus 1 minus Lambda B liegt wieder in dem Halbraum. Damit ist der Halbraum konvex. So, sind die Halbräume vielleicht sogar konvexe Kegel? Naja, nicht immer, sondern genau dann, wenn dieser Parameter 0 ist. Also die erste Beobachtung dafür ist, dass natürlich die 0 in jedem konvexen Kegel drin ist, wenn er nicht leer ist. Weil ich ja, indem ich mit nicht negativen Zahlen skalieren darf, darf ich natürlich immer mit der Zahl 0 skalieren. Die 0 ist ja also 0 mal v für jeden beliebigen Vektor. Also sobald ich einen Vektor v habe, kann ich den mit 0 skalieren und bleibe drin. Das heißt, damit ein Halbraum überhaupt ein konvexer Kegel sein kann, muss die 0 drin sein. Das ist eine notwendige Bedingung. Das bedeutet, das Skalarprodukt von v mit dem Nullvektor muss größer gleich R sein. Naja, und dieses Skalarprodukt mit dem Nullvektor ist auf jeden Fall 0. Das bedeutet, da muss auf jeden Fall schon mal das R kleiner gleich 0 sein. Naja, was wäre denn, wenn jetzt das R wirklich echt negativ ist? Kann es dann ein konvexer Kegel sein? Naja, dann würde ich ja zum Beispiel haben, dass ein genügend kleines negatives Vielfaches von V selbst drin liegt. Also es wäre möglich, vielleicht sollte ich lieber Epsilon schreiben, wenn das R negativ ist, dann finde ich ein genügend kleines negatives Vielfaches von V, das da drin liegt, weil, um das zu überprüfen, muss ich ja mal einfach ausrechnen, was ist das Skalarprodukt von V mit minus Epsilon V? Naja, das ist eben minus Epsilon mal die Norm von V zum Quadrat. Und das ist natürlich größer gleich R. Vorausgesetzt, wenn das R strikt negativ war, dann kann ich ja das Epsilon klein genug wählen, dass das eine negative, aber etwas weniger negative Zahl ist als das R, dann ist das erfüllt. Naja, aber in dem Moment, wo das minus Epsilon V in dem Halbraum ist,
ist natürlich jedes beliebige negative Vielfache von V in dem Halbraum, weil ich ja dieses minus Epsilon V jetzt wieder mit positiven Zahlen skalieren kann, wenn es ein konvexer Kegel wäre, und hätte das drin, und das ist ein Widerspruch, weil wenn Sie jetzt diese genau gleiche Sache hier nochmal einsetzen, dann haben Sie hier das minus Lambda, naja, und egal wie negativ das R ist, mit allen Zahlen geht das hier bestimmt nicht. Wenn das minus Lambda wirklich sehr, sehr negativ wird, dann sind Sie irgendwann kleiner als minus R, kleiner als R. Also das kann nicht sein. Also mit anderen Worten, wir haben uns jetzt überlegt, damit ein Halbraum wirklich die Konvexität, die Bedingungen eines konvexen Kegels erfüllt, muss das R exakt 0 sein. Ja, kleiner gleich 0 folgt aus der Beobachtung, dass in einem konvexen Kegel die 0 drin ist. Nicht echt negativ folgt daraus, dass sonst, folgt aus diesem Widerspruch, das heißt, wenn es ein konvexer Kegel sein soll, muss das R auf jeden Fall 0 sein. Also der Halbraum muss durch die 0 gehen. Das heißt, der Rand des Halbraums muss durch die 0 gehen. Es muss dann wirklich so aussehen. Das hier ist der Nullvektor. Das ist die einzige Möglichkeit, wie es wirklich ein konvexer Kegel sein kann. Dann ist es aber einer. Das sieht man an dem Bild. Also wenn ich jetzt hier skaliere, bleibe ich drin, weil ich ja immer vom Nullpunkt aus skaliere. Und wenn ich zwei Vektoren addiere, bleibe ich auch drin. Natürlich kann ich das jetzt auch einfach nachrechnen mit der Definition, dass das jetzt wirklich ein konvexer Kegel ist. Das müssen wir vielleicht nicht nochmal jetzt machen, das können Sie notfalls als Übungsaufgabe machen. Also haben wir gezeigt, ein Halbraum ist genau dann ein konvexer Kegel, wenn dieser Parameter R0 ist. Gut, erster Teil der Proposition ist damit bewiesen. Der zweite Teil der Proposition sagt, dass der Durchschnitt von beliebig vielen konvexen Mengen wieder konvex ist. Da ist aber nichts zu zeigen, weil das sieht man durch Hinschauen. Wenn ich zeigen möchte, dass der Durchschnitt konvex ist, dann muss ich also zwei Punkte aus dem Durchschnitt nehmen, muss zeigen, die Verbindungsstrecke liegt im Durchschnitt. Naja, aber wenn diese zwei Punkte aus dem Durchschnitt sind, dann sind sie aus allen Mengen, die da geschnitten wurden. Und die waren alle konvex und dann ist die Verbindungsstrecke also nach Voraussetzungen in all diesen Mengen drin enthalten, die da geschnitten wurden, also auch im Durchschnitt. Und das Gleiche kann man auch genauso für konvexe Kegel zeigen. Also wenn zwei Mengen die wenn beliebig viele Mengen die Eigenschaft haben, ein konvexer Kegel zu sein, jede für sich, nehmen Sie die Eigenschaften Ihrer Wahl, die Ihnen da am besten gefallen, dann hat offensichtlich der Durchschnitt wieder diese Eigenschaft. Damit kann man konvexe Mengen und auch konvexe Kegel beliebig schneiden. Es müssen nicht mal endliche Durchschnitte sein. Und das Ergebnis ist wieder von demselben Typ. So, und daraus folgt sofort erstmal, was wir hier im nächsten Abschnitt, im nächsten Teil formulieren. Zu jeder beliebigen Menge existiert die kleinste, und die kleinste beinhaltet auch, sie ist eindeutig bestimmt, die eindeutig bestimmte kleinste konvexe Obermenge. Und die bezeichnen wir mit konvexe Hülle von S. Also wenn die Menge S im R hoch M gegeben ist, eben nicht unbedingt als konvex, dann kann ich sie auf eindeutige Weise vergrößern, bis ich die kleinste Möglichkeit gefunden habe, sie konvex zu machen, und das nennen wir die konvexe Hülle von S. Naja, und dass die existiert, die kleinste, und auch dadurch eindeutig ist, folgt einfach aus der Beobachtung von gerade eben, dass man konvexe Mengen schneiden kann. Also ich könnte zum Beispiel sie einfach definieren als der Durchschnitt über alle konvexen Obermengen. Also ich nehme alle Obermengen C, die konvex sind, und schneide sie alle. Dann bekomme ich natürlich wieder eine Obermenge von S, weil ich ja nur Obermengen von S geschnitten habe. Ist der Schnitt also wieder eine Obermenge. Außerdem habe ich nur konvexe Mengen geschnitten. Also ist der Schnitt, wie wir es gerade überlegt haben, auch wieder konvex. Also hier steht eine konvexe Obermenge. Naja, aber es ist die offensichtlich kleinste. Also ich habe ja alle konvexen Obermengen geschnitten. Der Schnitt selbst ist auch eine. Damit ist dieser Schnitt natürlich enthalten in allen anderen konvexen Obermengen. Somit die kleinstmögliche und damit eindeutig bestimmt. Jede andere, haben wir hier mitgeschnitten, ist höchstens größer. Also existiert die konvexe Hülle von S als kleinste konvexe Obermenge. Und wir haben im Prinzip hier eine Konstruktion angegeben. Das ist jetzt eher wieder so eine Konstruktion von außen. Ich habe gesagt, wie man sie erhält als Schnitt. Was ich hier nicht gesagt habe, wie die Elemente aussehen.
die Elemente der konvexen Hülle, also die Konstruktion von innen, wie man sie aufbauen würde. Aber das steht hier auch. Man kann sie nämlich, man muss einfach alle sogenannten Konvexkombinationen nehmen. Und zwar, ich muss alle endlichen Summen bilden, i gleich 1 bis n, Summe Lambda i ai mit der Eigenschaft, also das n ist zunächst mal eine beliebige Summenlänge, aber endlich. Beliebige Summenlängen muss ich zulassen. Dann die Elemente ai müssen aus meiner ursprünglichen Menge s sein, alle. Und die Koeffizienten müssen Zahlen größer gleich 0 sein, die sich insgesamt zu 1 summieren. Eine solche Summe nennt man eine Konvexkombination von Elementen aus der Menge S. Also beliebige Elemente aus der Menge S selbst, multipliziert mit nicht negativen reellen Zahlen und aufsummiert, aber zusätzlich die Bedingung, dass die Koeffizienten, diese Zahlen Lambda i, sich insgesamt zu 1 summieren. Also sind sie natürlich, jeder Einzelne ist zwischen 0 und 1. Wenn sie alle größer gleich 0 sind, sich zu 1 summieren, ist jeder Einzelne zwischen 0 und 1, aber es ist eben noch eine stärkere Bedingung. Also sowas nennt man eine Konvexkombination von Elementen aus S. Und die konvexe Hülle von S, die kleinste konvexe Obermenge, kann ich eben auch so erhalten, indem ich sämtliche möglichen Konvexkombinationen bilde, die ich mit Elementen der Menge S bilden kann. So, das ist jetzt die Beschreibung von innen, also wie die konvexe Hülle entsteht, wie man die Elemente alle enthält. Gut, jetzt müssen wir uns noch überlegen, dass das wirklich dasselbe ist. Also, dass diese kleinste konvexe Obermenge existiert und natürlich dann der Schnitt über alle konvexen Obermengen sein muss, das haben wir uns überlegt. Und jetzt müssen wir uns noch überlegen, dass das das Gleiche liefert. Also gut, da überlegen wir uns jetzt einfach mal, dass diese Menge hier konvex ist. Das ist ja schon mal, wäre ja schon mal der erste Schritt. Einfach mal überlegen, die Menge aller Konvexkombinationen, die ich bilden kann, dass das wirklich eine konvexe Menge ist. Und das sehen Sie hier auf der nächsten Seite in der ersten Gleichung. Also, ich schreibe es jetzt nicht nochmal hin, wir schauen uns das genau an. Hier steht eine Konvexkombination. Also, da ist natürlich jetzt implizit wieder damit gemeint, diese Summe sieht genauso aus wie hier, also es erfüllt alle diese Eigenschaften. Diese Zahlen sind alle größer gleich 0, summieren sich zu 1, die AI sind alle aus meiner Menge S. Und hier steht eine zweite solche, da heißen die Koeffizienten jetzt Gamma und die Elemente heißen B. Jetzt habe ich also zwei solche Elemente hergenommen und jetzt bilde ich aus diesen wieder das Intervall. Also ich nehme einen Punkt, der zwischen den beiden liegt. Also jetzt nehme ich einen Lambda zwischen 0 und 1 und nehme Lambda mal den ersten plus 1 minus Lambda mal den zweiten. Und jetzt muss ich zeigen, das hier liegt wieder in dieser Menge drin. Das lässt sich also selbst wieder so schreiben von diesem Typ. Dann habe ich gezeigt, dass diese Menge aller Konvexkombinationen wirklich konvex ist. Na gut, das multipliziere ich jetzt eben hier alles aus. Also das Lambda geht hier rein, dann steht es hier. Das 1 minus Lambda geht hier rein, dann steht es hier. Und jetzt fasse ich das als eine sehr lange Summe auf, also es sind zwei, aber natürlich ist es auch damit erst recht eine einzige lange Summe. Und da stehen immer nicht negative Zahlen davor. Die Lambda und Lambda i waren alle nicht negativ, dann ist das insgesamt eine nicht negative Zahl, Lambda mal Lambda i. Hier ebenso, 1 minus Lambda war nicht negativ, weil Lambda zwischen 0 und 1 war. Das Gamma i war nicht negative Zahlen, ist das also auch nicht negativ. Und die Elemente, die hier stehen, die ais und die bis, waren ja nach Voraussetzung alle aus s. Also zumindest ist das schon mal eine sehr, sehr lange Summe, die ungefähr so aussieht wie das, was wir haben wollen, nämlich nicht negative Skalare mal Elemente aus S. Damit ich jetzt wirklich weiß, dass es wirklich von diesem Typ ist, muss ich nur noch überlegen, dass diese Skalare sich insgesamt alle zusammen wieder zu 1 summieren. Dann bin ich fertig. Dann habe ich wirklich eine genau solche Darstellung, wie ich haben möchte, um wieder hier drin zu sein. Na gut, dann müssen wir die eben einfach mal alle aufsummieren. Also wir summieren sämtliche Koeffizienten, die hier auftreten. Also die von der ersten Summe habe ich die vom Typ Lambda mal Lambda i. Auf der zweiten Summe habe ich die vom Typ 1 minus Lambda mal Gamma i. Summieren wir das einfach alles zusammen und schauen, was rauskommt. Jetzt kann ich hier natürlich das Lambda wieder nach vorne rausheben in der ersten Summe. In der zweiten Summe hebe ich das 1 minus Lambda nach vorne raus. Dann sieht das so aus. So, von dieser Summe, nur die Lambda i, von denen weiß ich schon, sie ergibt 1. Weil ich ja hier mit etwas gestartet bin, was aus meiner Menge hier war. Da war also die Voraussetzung, dass die Lambdas sich zu 1 summieren.
Das heißt, diese Summe ist 1. Und genauso, das hier war eine solche Konvexkombination. Da ist also bereits Voraussetzung gegeben, dass die Gamma i sich zu 1 summieren. Das heißt, auch diese Summe ergibt 1. Und in Wirklichkeit bleibt dann noch übrig Lambda plus 1 minus Lambda. Und Lambda plus 1 minus Lambda ergibt 1. Fertig. Haben wir also gezeigt, die Menge aller dieser Konvexkombinationen, die ich aus S bilden kann, ist selbst konvex. Gut, außerdem enthält sie natürlich jeden einzelnen Punkt der Menge S, also es ist eine Obermenge. Ich kann natürlich jeden Punkt, einzelnen Punkt A einfach schreiben als 1 mal A, also Summe der Länge 1, Koeffizient 1. Dann habe ich natürlich Koeffizienten, die größer gleich 0 sind und sich zu 1 summieren. Das ist hier nur ein einziger, der ist 1. Das bedeutet, jeder einzelne Punkt von S ist von diesem Typ. Das heißt, ich habe hier auch eine Obermenge von S. Das heißt, ich habe es hier mit einer konvexen Obermenge von S zu tun. Naja, und damit enthält das natürlich hier die konvexe Hülle, weil das war ja die kleinste, beziehungsweise das war der Schnitt über alle konvexen Obermengen. Also ist es enthalten in jeder konvexen Obermenge von S. Gut, damit haben wir die erste Inklusion gezeigt. Das ist höchstens zu groß. Aber jetzt müssen wir noch zeigen, dass es eben nicht zu groß ist. Also wir müssen jetzt noch zeigen, dass jedes Element von diesem Typ, jede die solche Konvexkombination von Elementen aus S, ist automatisch enthalten in der konvexen Hülle von S. So, dann nehmen wir uns jetzt also einen Punkt A her, der eine Konvexkombination ist von Punkten aus S. Also A ist Summe i gleich 1 bis n, Lambda i A i, mit den gegebenen Bedingungen, dass die Lambda i alle größer gleich 0 sind, dass sie sich insgesamt zu 1 summieren und dass die AI alle aus S sind. Jetzt müssen wir zeigen, dieses Element A ist dann wirklich in der konvexen Hülle von S und dann sind wir fertig. Das ist die Inklusion von der letzten Seite, die uns noch fehlt. Und das zeigen wir mit Induktion über diese Summenlänge N. Induktion über N. Weil nämlich der Fall n gleich 1 ist zum Glück schon wieder völlig trivial. Weil was bedeutet es, dass diese Summe Länge 1 hat? Das bedeutet, dass a ist ein einziger Summand, Lambda 1 mal a1. Das Lambda ist größer gleich 0 und summiert sich zu 1. Wenn es ein einziges ist, muss es 1 gewesen sein. Dann steht ja in Wirklichkeit a ist gleich a1 und das a1 war aus s. Da haben wir also, dass das a selbst sogar in s ist. Und natürlich damit erst recht in der konvexen Hülle von s. Sind wir also fertig. Jetzt müssen wir den Schritt von n minus 1 auf n machen. Und dann nehme ich diese Darstellung von hier oben und schreibe sie einfach nochmal ein bisschen um, und zwar so, wie es auf dieser Seite steht. Und zwar, zunächst mal beobachte ich der letzte Koeffizient, das Lambda n hier. Von dem kann ich voraussetzen, dass er nicht 1 ist. Wenn das letzte schon 1 wäre, dann wären alle anderen ja 0, dann wäre es von Anfang an die Summe der Länge 1 gewesen, das haben wir eh schon erledigt. Also ist überhaupt kein Problem zu sagen, dass das Lambda n echt kleiner ist als 1. Dann ist nämlich 1 minus Lambda 1 eine strikt positive Zahl. Und die hebe ich jetzt aus den ersten n minus 1 Summanden raus. Also ich schreibe diese positive Zahl 1 minus Lambda n nach vorne. Jetzt schreibe ich die Summe der ersten n minus 1 Summanden nur hin. In meiner ursprünglichen Summe, die hier oben steht. Naja, und damit das stimmt, muss ich eben den ursprünglichen Koeffizienten Lambda i noch teilen durch das, was ich rausgehoben habe, nämlich durch das 1 minus Lambda n. Also das hier insgesamt ist einfach die Summe der ersten n minus 1 Summanden von der ursprünglichen Darstellung. Naja, und der letzte fehlt noch, den schreibe ich getrennt. So. Jetzt schauen wir uns das hier an und stellen fest, das sieht doch aus wie eine Verbindungsstrecke zwischen zwei Punkten, nämlich der erste Punkt ist diese lange, komplizierte Summe hier. Das ist mein erster Punkt. Und da habe ich in Koeffizienten 1 minus Lambda n davor, Lambda n zwischen 0 und 1. Und dann habe ich einen zweiten Punkt, das a n, da ist der Koeffizient genau das entsprechende Lambda n. Also hier steht, dass das a auf der Verbindungsstrecke zwischen zwei Punkten liegt, diesem hier und diesem hier. Wenn ich jetzt zeigen kann, dass beide in der konvexen Hülle von S liegen, das hier und der, dann kann ich schließen, dass das A selbst auch in der konvexen Hülle von S liegt, weil die ist ja konvex. Die enthält also mit zwei Punkten jeweils alles auf ihrer Verbindungsstrecke.
Es reicht also zu zeigen, diese beiden jetzt hier links rot eingekreisten Punkte liegen in der konvexen Hülle von S. Dann bin ich fertig. Naja, für den hinteren ist es wieder trivial. Das AN war ja, so wie hier im Induktionsanfang, bereits aus der Menge S selbst und natürlich erst recht aus der konvexen Hülle von S. Also hier hinten ist in Ordnung. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur noch zeigen, dass das hier auch in der konvexen Hülle von S liegt. Und da habe ich jetzt doch die Chance, die Induktionsvoraussetzung anzuwenden, weil das ist eine Summe der Länge 1 kürzer. Das sind Elemente aus S und hier Koeffizienten. Ich muss jetzt also nur noch überlegen, dass das wirklich wieder eine Konvexkombination ist. Dann ist es nämlich eine Konvexkombination der Länge 1 kürzer mit Elementen aus S und die Induktionsvoraussetzung würde mir dann sagen, dass das in der konvexen Hülle liegt von S und dann bin ich fertig. Naja, was ist zu zeigen, um zu überlegen, dass das eine Konvexkombination ist? Na, ich muss eben zeigen, diese Koeffizienten hier sind alle erstmal größer gleich 0 und sie summieren sich zu 1. Dann bin ich fertig. Naja, das größer gleich 0 ist klar, weil das Lambda, die Lambda-i waren von Anfang an alle größer gleich 0. Das 1 minus Lambda-n war auch sogar strikt positiv, habe ich Ihnen gerade gesagt, dann ist das alles größer gleich 0. Das passt. Jetzt muss ich nur noch zeigen, dass die sich alle zu 1 summieren. Ich muss also einfach die Summe bilden über all diese hier. Und das steht hier, also in dem Skript habe ich das der Einfachheit halber erstmal insgesamt Gamma i genannt, jetzt summiere ich all diese Gamma i für i gleich 1 bis n minus 1. Naja, und jetzt in dem nächsten Schritt setze ich einfach die Definition ein, also da steht jetzt hier genau die Summe Lambda i durch 1 minus Lambda n, aufsummiert für i von 1 bis n minus 1. So, jetzt kann ich natürlich die Summe einfach nach oben ziehen, weil der Ausdruck hier unten hängt ja von dem i überhaupt nicht mehr ab, dann steht also die Summe hier oben. So, und jetzt steht hier die Summe über die ersten n minus 1 Lambda i. Und jetzt muss ich natürlich benutzen, was ich von Anfang an über die i's, die Lambda i wusste, alle zusammen summieren sich zu 1. Wenn ich also nur die ersten n minus 1 summiere, summiert es sich zu 1 minus Lambda n. Also ich muss hier den letzten Summanden auf die andere Seite rüberbringen, dann sehe ich, die Summe über die ersten n minus 1 vielen ist insgesamt 1 minus Lambda n. Und unten steht auch 1 minus Lambda n und da steht 1. So, und damit ist der Beweis fertig. Also nochmal ganz kurz, ich habe gezeigt, dass A beschreibt sich als eine lange Konvexkombination von Punkten aus S. Da habe ich es erstmal umgeschrieben, sodass es eine Konvexkombination von nur noch zwei Punkten ist, also ein Stück auf einer Verbindungsstrecke, dieser Punkt und dieser Punkt. Von beiden Punkten habe ich gezeigt, sie sind jeweils schon in der konvexen Hülle von S, das war im Prinzip dann die Induktionsvoraussetzung. Und die konvexe Hülle von S ist konvex, nach Definition oder nach Konstruktion. Also ist mit je zwei Punkten die Verbindungsstrecke drin enthalten, also ist der Punkt A drin enthalten. Damit habe ich gezeigt, A ist in der konvexen Hülle von S. Und dann haben wir hier auf der Seite davor, also jetzt insgesamt auch noch die fehlende Inklusion gezeigt. Und damit haben wir insgesamt gezeigt, die sind wirklich, also dieses Gleichheitszeichen hier, gerechtfertigt. Okay, also es gibt die konvexe Hülle von jeder Menge. Ich kann sie erhalten, indem ich sämtliche Konvexkombinationen bilde, die ich mit den Elementen aus S bilden kann. Gut, damit ist der dritte Teil der Proposition bewiesen. Der vierte Teil der Proposition sagt genau das Gleiche über konvexe Kegel. Wenn Sie eine beliebige Menge vorgegeben haben, dann existiert der kleinste konvexe Oberkegel. Also das stellen wir uns jetzt so vor. Hier ist der Nullpunkt, hier ist meine Menge S. Jetzt kann ich den kleinsten konvexen Kegel bilden, der diese Menge S enthält. Jetzt vielleicht so. Bezeichnen wir mit KKS, also der konvexe Kegel, der von S aufgespannt wird. Er existiert und auch hier kriegen wir eine Beschreibung, das sieht fast ähnlich aus. Hier muss ich eben nicht Konvexkombinationen bilden, sondern ich muss sogenannte Positivkombinationen bilden. Ich muss einfach die Menge aller Summen bilden, i gleich 1 bis n, Lambda i ai. Auch hier wieder, n ist eine beliebige Länge der Summe. Die Lambda i sind alle größer gleich 0. Die AI sind alle aus S. Nur fällt jetzt hier eben die Bedingung weg, dass die sich zu 1 summieren müssen. Deshalb ist es keine
sogenannte Konvexkombination, sondern eine sogenannte Positivkombination, also eine Linearkombination mit positiven Koeffizienten, weil für die Definition von einem konvexen Kegel ja genau diese Bedingung wegfällt, dass sich diese Zahlen so einsummieren müssen, sondern es darf ja beliebig skaliert werden. Da fällt also einfach diese Skalierungsbedingung weg. Gut, also eigentlich ist da jetzt nichts mehr zu zeigen, das zeigt man im Wesentlichen genau gleich, oder man überlegt sich, naja, wenn ich die konvexe Hülle erstmal bilde, um dann den konvexen Kegel zu bilden, muss ich einfach noch skalieren. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel erstmal die konvexe Hülle bilden, würde irgendwie sowas rauskommen, wäre die konvexe Hülle, und um dann wirklich den konvexen Kegel zu kriegen, muss ich nur noch skalieren. Also eigentlich muss ich nur noch diese hier von diesem Typ, die Darstellungen, hernehmen und mit positiven Zahlen skalieren, und wenn ich das hier beliebig wählen darf und also erstmal so wählen, wie es hier steht, mit dieser Bedingung, dass sie sich zu 1 summieren und dann noch positiv skalieren, dann fällt einfach diese Bedingung weg. Weil die kann man durch positive Skalierung ja einfach herstellen oder beliebig auflösen. Und auch, dass der konvexe Kegel einfach der Durchschnitt über alle drüberliegenden konvexen Kegel ist, ist genauso klar, wie es auch im dritten Teil schon war. Also ich kann es eben wieder genauso ebenfalls von außen beschreiben, den konvexen Kegel, als den Durchschnitt über alle drüberliegenden K, die selbst konvexe Kegel sind. Und alle die schneiden, dann kriege ich offensichtlich auch den kleinsten darüberliegenden konvexen Kegel. Gut, und die letzte Aussage, die beweise ich nicht, das dürfen Sie als Übungsaufgabe machen. Und zwar, das Innere und der Abschluss einer konvexen Menge ist wieder eine konvexe Menge. Und das Gleiche stimmt auch für konvexe Kegel. Also wenn Sie eine konvexe Menge haben und Sie lassen einfach den Rand weg, dann haben Sie eine offene Menge, die ist immer noch konvex. Sollte anschaulich sehr, sehr klar sein. Oder umgekehrt, wenn Sie mit einer Menge starten, die konvex ist, aber wo vielleicht nicht jeder Randpunkt dazugehört, und Sie nehmen den Rand mit dazu, Sie bilden also den Abschluss, dann bleibt es konvex. Und genau die gleiche Aussage stimmt auch für Kegel. Das wird eine Übungsaufgabe sein. So, jetzt kommen wir zu einem Satz, der auf den ersten Blick vielleicht nicht besonders interessant aussieht. Ja, aber wenn man genau drauf schaut, doch durchaus eine interessante Aussage ist und der auch ganz relativ starke Folgerungen hat. Denken wir nochmal an die konvexe Hülle. Also wir starten mit einer Menge, die nicht konvex ist. Dass sie nicht konvex ist, bedeutet ja gerade, dass es Punkte gibt, zwei Stück, und deren Verbindungsstrecke gehört nicht dazu. Dann könnte man jetzt auf die Idee kommen, wenn ich die konvexe Hülle bilde, also die kleinste konvexe Obermenge, dass ich eben alle diese Verbindungsstücke dazu nehmen muss. Also für je zwei Punkte die gesamte, alle Verbindungsstrecken. In diesem Bild würde das sogar stimmen. Wenn ich das für je zwei Punkte mache, immer die Verbindungsstrecke dazu, würde ich hier alles auffüllen. Und auch hier würde ich alles auffüllen. Und dann bekäme ich die konvexe Hülle als Menge, die dann so aussehen würde. Wenn ich aber immer nur Verbindungsstücke zwischen zwei Punkten dazu nehmen würde, dann würde das bedeuten, hier in dieser Beschreibung, bräuchte ich immer nur Summen der Länge 2. Weil wenn ich hier Lambda 1 A1 plus Lambda 2 A2 summiere, bilde, und Lambda 1 plus Lambda 2 gleich 1, dabei gilt, dann kann ich ja auch hier, schreiben wir einfach mal Lambda statt Lambda 1, und Lambda 2 ist dann 1 minus Lambda A2, dann bekomme ich genau das, was ich hier als Verbindungsstrecke zwischen zwei Punkten bezeichne. Okay, also wenn es so wäre, dass ich immer nur die Verbindungsstrecke zwischen zwei Punkten dazu nehmen müsste, zwischen je zwei möglichen Punkten, um die konvexe Hülle zu kriegen, würde das bedeuten, ich könnte mich hier auf Summenlänge 2 beschränken. Jetzt haben wir aber hier nicht Summenlänge 2 geschrieben. Und der Beweis hätte das auch nicht funktioniert. Da könnte es also sein, dass das vielleicht gar nicht stimmt. Und wenn man sich das genau überlegt, stellt man fest, es stimmt auch nicht. Also denken Sie mal an drei Punkte. Ihre Menge S könnte ja auch aus drei Punkten bestehen. Wenn Sie jetzt nur paarweise Verbindungsstrecke zwischen zwei Punkten bilden würden, kämen Sie nur den Rand dieses Dreiecks. Und das ist natürlich nicht die konvexe Hülle, es ist nicht konvex, weil das Innere hier dann noch nicht dazugehört. Und in der Tat habe ich ja jetzt neue Punkte produziert auf diesen Strecken. Wenn ich von denen die Verbindungsstrecke bilde, bekomme ich noch was Neues dazu. Also ich müsste jetzt hier diesen Prozess mindestens zweimal machen.
einmal Verbindungsstrecken von jeweils 2 Punkten, mit den neu entstehenden Punkten das nochmal und dann wäre ich fertig. Jetzt kann man sich dann überlegen, dass das bedeuten würde, dass man Summen der Länge 3 braucht. Wenn ich jetzt einen Punkt hier im Inneren bekommen möchte, einen Punkt, der hier drin liegt, irgendwo, A, und das ist A1, A2, A3, kann ich ihn entweder diesen Prozess eben zweimal machen oder ich kann es eben direkt schreiben als eine Summe, wo ich alle 3 benutze. Wenn das irgendwie so der Schwerpunkt des Dreiecks wäre, dann hätte ich jeweils ein Drittel als Koeffizient. Ja, jedes Lambda ein Drittel. Brauche ich also Summen der Länge 3 in diesem Beispiel, um alles zu bekommen. Es ist natürlich die Frage, reicht denn das jetzt vielleicht? Oder gibt es auch Fälle, wo ich im Prinzip entweder diesen Prozess 4-mal machen muss oder wo ich eben Summenlänge 4 brauche? Schauen wir uns das mal an. Was würde man als erstes probieren? Man würde 4 Punkte hernehmen. Naja, wenn ich jetzt Summen Konvexkombinationen der Länge 2 bilde, dann bekomme ich ja genau jeweils Verbindungsstrecken von 2 Punkten. Kriege ich das, 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 dann noch das und dann noch das. Es ist natürlich noch nicht die volle konvexe Hülle. Die volle konvexe Hülle wird einfach das gesamte volle Rechteck sein. Gut, jetzt muss ich also Verbindungskonvexkombinationen der Länge 3 bilden. Und wenn ich jetzt diese 3 Punkte hernehme, den hier und den hier und den hier, und Konvexkombinationen von allen 3 gleichzeitig bilde, dann kriege ich schon mal all das hier. Das ist zwar noch nicht die gesamte Menge, aber wenn ich jetzt noch eine andere Möglichkeit hernehme, Konvexkombinationen der Länge 3 zu bilden, zum Beispiel mit diesen 3 Punkten, dann bekomme ich das, was noch fehlt. Und insgesamt sehen Sie in diesem Bild, es reichen Konvexkombinationen der Länge 3, obwohl ich 4 Punkte zur Verfügung habe, wenn ich alle Möglichkeiten bilde, Konvexkombinationen der Länge 3, mit jeweils jeder Wahl von 3 der Punkten. Und das ist genau das, was der Satz von Karateodori sagt. Wenn Sie eine Menge im R hoch M vorgegeben haben, das ist übrigens in diesem Satz hier der zweite Teil, weil der erste Teil ein kleines bisschen leichter zu beweisen ist und der zweite dann leicht daraus folgt, dann können Sie, wenn Sie die konvexe Hülle bilden von dieser Menge, können Sie sich beschränken auf Summen der Länge M plus 1. Konvexkombinationen der Länge M plus 1 reichen immer aus, also eine mehr als die Dimension. Wenn Sie dabei alle möglichen bilden mit allen möglichen Punkten, aber jede einzelne nur der Länge m plus 1. Und in der Ebene, meine Bilder hier rechts waren in der Ebene, da ist m gleich 2, heißt das, es geht grundsätzlich mit Konvexkombinationen der Länge 3. Also wir brauchen mindestens Länge 3, das sehen wir hier an diesem Dreieck. Länge 2 funktioniert nicht, das würde uns nur den Rand geben. Aber auch wenn die Menge mehr Punkte hat, in dem einen Beispiel haben wir es gesehen, geht es trotzdem immer mit Konvexkombinationen der Länge 3. Und das ist die allgemeine Aussage im Satz von Karateodori. Und für konvexe Kegel geht es sogar mit Positivkombinationen der Länge m. Also wenn Sie eine Menge haben und Sie bilden den konvexen Kegel, dann müssen wir ja Positivkombinationen bilden, beliebige positive Koeffizienten. Und da reicht es, Positivkombinationen der Länge m zu bilden. Also wenn Sie jetzt in der Ebene sind, Sie haben irgendeine Menge, hier ist der Nullpunkt, und Sie würden jetzt 2 Punkte hernehmen und Sie würden beliebige Positivkombinationen bilden. Also ein beliebiges positives Vielfaches von dem einen plus ein beliebiges positiv Vielfaches von dem anderen, da kriegen Sie schon all das da. Und wenn Sie das mit allen Punkten machen, kriegen Sie, und jetzt im Prinzip schon diese beiden 2 Punkte ausreichen, kriegen Sie den gesamten konvexen Kegel. Also im Prinzip zeigt das schon, ein konvexer Kegel ist eigentlich was, was eher eine Dimension niedriger ist. Also natürlich ist es volldimensional im R hoch M, aber eigentlich verhält es sich eher so wie eine konvexe Menge in Dimension 1 niedriger. Das ist zumindest hier eine Interpretation. Es reicht M und für die konvexe Hülle bräuchte man einen mehr. Gut, also wir beweisen den Satz und wir beweisen, weil es ein bisschen weniger technisch ist, erstmal den ersten Teil. Also, ich starte mit einem beliebigen Element aus dem konvexen Kegel, der von der Menge S aufgespannt wird oder erzeugt wird. Das ist also eine beliebige endliche Summe, i gleich 1 bis n, Lambda i ai,
Die Lambda i sind alle größer gleich 0. Die ai sind alle aus s. Und an das n habe ich jetzt erstmal keine Voraussetzung. Ich weiß bis jetzt nicht, ob ich die Länge irgendwie beschränken kann. Es ist endlich, aber wie lang weiß ich nicht. Und jetzt will ich zeigen, naja, es geht auf jeden Fall immer mit Länge m. Und m ist die Dimension des Raumes, in dem wir sind. Na gut, jetzt, was ich auf jeden Fall mal annehmen kann, dass ich eine Darstellung von minimaler Länge hernehme. N ist dabei minimal. Also das A mag verschiedene solche Darstellungen haben, auch von verschiedener Länge, aber für dieses gegebene A nehme ich mir eine Darstellung, die man, sodass es das A nicht kürzer geht. Das ist also eine, die kürzestmögliche Länge, mit der ich A als Konvexkombination schreiben kann. Und das bedeutet natürlich erst recht, dass diese Koeffizienten alle strikt positiv sind, weil sonst wäre die Darstellung ja von Anfang an schon eins kürzer. Ich würde das, was damit Faktor 0 auftritt, einfach weglassen. Also die Koeffizienten sind alle strikt positiv. Und ich behaupte, dann sind die Vektoren, die ich hier benutze, a1 bis an, die sind hier alle aus meiner Menge s, die sind dann automatisch linear unabhängig, im klassischen Sinne. Nichts mit Positivität, einfach nur linear unabhängig als Vektoren im R hoch m. Das muss ich mir überlegen. Dann bin ich nämlich fertig, weil ich bin ja insgesamt im R hoch m. Wenn ich jetzt gezeigt habe, die Vektoren sind linear unabhängig, dann sind es natürlich höchstens m viele. Und dann muss also dieses n kleiner gleich m gewesen sein. Und es war in Wirklichkeit eine Darstellung der Länge höchstens m. Also es genügt zu zeigen, dass die jetzt dann automatisch linear unabhängig sind, wenn das eine Darstellung von eine Konvexkombination von minimaler Länge war. Na gut, also nehmen wir einfach mal an, sie wären linear abhängig. Das bedeutet, ich würde eine Linearkombination finden, i gleich 1 bis n, Gamma i, ai gleich 0. Und die Gammas sind nicht alle 0. Also eine nicht triviale Darstellung. Naja, und dann manche davon sind natürlich ungleich 0. Dann kann ich natürlich annehmen, dass da welche auftreten, die strikt positiv sind. Angenommen, alle, die nicht 0 sind, sind echt negativ. Könnte ich die ganze Gleichung ja mit minus 1 multiplizieren, dann gilt sie immer noch und dann sind sie positiv. Also ich kann davon ausgehen, dass manche von den Gammas, die hier auftreten, strikt positiv sind. Und jetzt sortiere ich die eben so, dass ich als erstes mal die hinschreibe, die kleiner gleich 0 sind. Also ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann ich jetzt nach Umsortieren annehmen, dass die ersten Gamma-Is alle kleiner gleich 0 sind, und zwar die ersten R-1 viele, und die hinteren alle strikt positiv. Und mindestens ein solches taucht auf. Das ist kein Problem. Außerdem kann ich noch zusätzlich durch eventuell Weitersortieren noch annehmen, dass Lambda-I durch Gamma-I größer gleich Lambda-N durch Gamma-N ist, für alle I gleich R bis M von den hinteren. Also das ist auch wieder nur eine Umsortierung. Also solange ich hier bei den hinteren bin, ich mache jetzt nur eine Aussage über die hinteren Koeffizienten Gamma I, nur über die rede ich hier, die Lambdas sind sowieso alle größer gleich 0 nach Voraussetzung hier oben. Die Gammas sind alle strikt positiv, also es macht schon mal Sinn, hier das überhaupt hinzuschreiben. Dann sind diese Zahlen alle strikt positiv, weil ich ja immer was Positives durch was Positives geteilt habe. Da teile ich also immer das Lambda i durch das entsprechende Gamma i. Naja, irgendeiner von diesen Ausdrücken für i gleich r bis n ist der kleinste. Jetzt sortiere ich es halt so, dass das wirklich der letzte ist. Also eine eventuelle weitere Umsortierung der hinteren führt dazu, dass ich das hier ohne Probleme annehmen kann. So, und jetzt muss ich nur noch eine schlaue Gleichung hinschreiben. Dann schauen wir jetzt also hier hin. Als erstes schreibe ich hin einfach die Positivkombination von A, mit der ich angefangen habe, nur dass ich den letzten Summanden jetzt getrennt hinschreibe, weil ich mit dem gleich weiterarbeiten möchte. Gut, der erste bleibt stehen. Und jetzt ersetze ich das AN einfach durch diesen Ausdruck, der kommt einfach von der Linearkombination. Ja, wir haben ja hier diese Linearkombination, hier gibt 0. Wenn ich das nach dem an auflöse, dann ist das an minus die Summe über die Gamma i ai für i gleich 1 bis n minus 1 noch geteilt durch das Gamma n. Das ist genau das, was hier steht. Also das hier ist einfach dasselbe wie an und das bekomme ich aus der Auflösung der Linearkombination nach an. Minus kommt vorne raus.
So, und jetzt fasse ich das wieder zusammen, weil beide Summen jeweils von 1 bis n minus 1 laufen und immer die ai benutzen. Jetzt kann ich die Koeffizienten zusammenfassen. Da habe ich vor ai eben jeweils lambda i und minus lambda n durch gamma n mal gamma i. So, und ich behaupte, dass das wieder eine Positivkombination ist. Und dann bin ich fertig. Ich habe jetzt nämlich mein a geschrieben als eine kürzere Positivkombination von solchen ais. Das ist jetzt 1 kürzer. Und dann habe ich einen Widerspruch. Okay, und der Widerspruch ist, wie gewollt, zu der Aussage, dass die AI linear abhängig waren, also waren sie dann linear unabhängig und wir haben uns den Satz fertig bewiesen. Also das Einzige, was ich jetzt noch zeigen muss, ist, dass diese Zahlen hier größer gleich 0 sind. Das ist aber offensichtlich, weil für die ersten R-Viele, R-1-Viele, da waren die Gammas ja negativ. Also bei den ersten paar Summanden steht hier was Negatives. Alles andere ist aber positiv. Die Lambda-I waren von Anfang an alle positiv. Das Gamma N war positiv, dann ist auch dieser Bruch positiv. Jetzt wird damit was Negatives mal genommen, aber dann ja wieder abgezogen. Bleibt das alles insgesamt positiv. Also da ist das offensichtlich. Naja, und für die hinteren, für die letzten I gleich R bis N, verwenden wir natürlich genau diese Aussage. Und die Aussage ist ja nichts anderes, wie zu sagen, dass das hier positiv ist. Also Sie können ja diese Gleichung noch durch Gamma I teilen. Für die hinteren ist das Gamma I jeweils positiv. Da ändert sich dann nichts an der Positivität. Und wenn Sie es durchteilen, steht es hier. Und dann sagt Ihnen die Annahme hier genau, dass dieser Ausdruck größer gleich 0 ist. Also, wir haben gezeigt, der Punkt A lässt sich dann, wenn die linear abhängig gewesen sind, als eine kürzere Positivkombination schreiben. Das ist aber ein Widerspruch, dass wir von Anfang an minimale Länge gewählt haben. Und damit sind wir fertig. Also haben wir den Satz von Karateodori für konvexe Kegel bewiesen. So, und jetzt müssen wir noch die für konvexe Mengen machen. Und das ist ein netter Trick. Also man kann häufig den Fall von Kegeln auf den Fall von konvexen Mengen und umgekehrt zurückführen. Also wir würden jetzt starten mit einer Menge im R hoch m. Stellen wir uns im R hoch 2 irgend so eine Menge vor. Sollte vielleicht nicht konvex sein. So, das wäre jetzt unsere Menge S. Jetzt betten wir die ein in eine Dimension 1 höher. Das nenne ich die sogenannte Homogenisierung. Und zwar, indem ich eine weitere Dimension hinzufüge, jetzt die Achse nach oben, dort auf Höhe 1 eine affine Kopie von meiner Ebene, also von meinem R hoch m, einbette und dort die Menge S reinschreibe. Also ich schiebe sie in eine Dimension höher, in so einen affinen Hyperraum. Also formal ist das einfach die Menge aller Paare a, 1. Ich fülle also die neue Komponente, die ich jetzt hinzunehme, einfach mit 1 auf, wobei ich alle a aus s hernehme. Jetzt habe ich eine Teilmenge im r hoch m plus 1. Gut, und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt bilde ich mit dieser Menge in der Dimension 1 höher einen konvexen Kegel. Also ich würde das jetzt zu einem konvexen Kegel ergänzen. Und wie sieht das aus? Naja, da sieht man jetzt relativ leicht, das ist eigentlich nichts anderes, als innerhalb von diesem Raum die konvexe Hülle zu bilden und dann da noch alle positiven Strahlen mit dazu zu nehmen. Also die formale Aussage ist folgendes. Wenn ich mit dieser homogenisierten Menge den konvexen Kegel bilde, in diesem Dimensionen 1 höher Raum, und es dann wieder runterschneide mit dieser Ebene, dann kriege ich die konvexe Hülle, die konvexe Hülle raus. Also ich sollte es so aufschreiben, wie es hier drüben steht. Wenn ich die Menge aller a nehme aus dem r hoch m, die Eigenschaft haben, auf Höhe 1 eingebettet, im konvexen Kegel zu liegen, der von dieser Homogenisierung erzeugt wird, dann kriege ich genau die konvexe Hülle von S. Und das ist genau das, was das Bild zeigt, in diesem höheren Raum den konvexen Kegel zu bilden und dann wieder zu schneiden mit dieser affinen Hyperebene, liefert auf dieser affinen Hyperebene genau das, was ich bekommen hätte, wenn ich die konvexe Hülle von S gebildet hätte. Anschaulich ist das vermutlich relativ glaubwürdig. Wenn Sie möchten, können wir das gerne beweisen. Also ich schreibe es nochmal auf die nächste Seite oder ich schreibe es nicht mal hin. Wir müssen das hier zeigen. Diese Gleichheit hier. Da zeigen wir natürlich wieder zwei Inklusionen.
Also ich würde starten mit einem Punkt A aus der konvexen Hülle von S im R hoch M. Dann lässt das sich schreiben wegen der konvexen Hülle. Summe i gleich 1 bis irgendwohin, n, Lambda i a i, mit den üblichen Bedingungen, die Lambda i sind alle größer gleich 0, sie summieren sich zu 1, und die a i sind alle aus s. So. Und jetzt schreibe ich einfach mal den Punkt so, a 1. Jetzt schreibe ich in der ersten Komponente diese Summe Lambda i a i rein, i gleich 1 bis n, das ist ja der Punkt A. Und in der zweiten Komponente schreibe ich einfach Lambda i, die Summe über die Lambda i, weil die ergeben ja 1. Und jetzt kann ich, weil ich jedes in allen Komponenten dieselbe Summe stehen habe und jeweils dasselbe Lambda i, kann ich hier das rausziehen, i gleich 1 bis n, Lambda i mal a i 1. Okay. Und jetzt sehen Sie, dieser Punkt hier war ja in der Homogenisierung von S. Der entsteht ja gerade, indem ich einen Punkt aus S, das AI, hier reinschreibe und unten eine 1 auffülle. Und jetzt habe ich solche Punkte aus dieser Homogenisierung genommen und ich habe eine Positivkombination gebildet. Also ist dieses ganze Ding hier in dem konvexen Kegel. Also ist dieser gesamte Ausdruck im konvexen Kegel, der von dieser S-Form erzeugt wird. Und damit ist die Inklusion gezeigt. Ja, jeder Punkt aus der konvexen Hülle ist ein Punkt A mit der Eigenschaft, dass wenn ich ihn hier unten mit 1 auffülle, bin ich in diesem konvexen Kegel. So, und die andere Richtung. Da nehmen wir jetzt einfach mal an, der Punkt A1 ist in dem konvexen Kegel, der von dieser Homogenisierung von S erzeugt wird. Naja, das bedeutet einfach nur, dieser Punkt A1 lässt sich schreiben als Positivkombination, Summe i gleich 1 bis irgendwohin n, Lambda i, a i 1 mit a i aus s. So sehen die Elemente aus der S-Hom aus und jetzt bilde ich eine Positivkombination, weil ich in dem konvexen Kegel bin. Ich weiß jetzt über die Lambda i zunächst mal nur, dass sie größer gleich 0 sind. Ich weiß noch nicht, dass sie sich zu 1 summieren. Aber natürlich weiß ich das eben doch, wenn ich hier die untere Komponente anschaue. Jetzt kann ich natürlich hier das wieder reinziehen. Dann habe ich also meinen Punkt A1 geschrieben als Summe i gleich 1 bis n Lambda i ai. Und hier unten steht einfach die Summe über die Lambda i. Und da lese ich natürlich sofort ab, dass die Summe über die Lambda i 1 ergibt. Das ist die untere Komponente. Und dass der Punkt A die Summe über die Lambda i a i ist. Und also ist das a eben doch eine Konvexkombination von Elementen aus S und damit in der konvexen Hülle von S. Damit ist der Beweis abgeschlossen. Also wir sehen, man kann die konvexe Hülle bilden, indem ich die Menge S in Dimension 1 höher geschickt einbette in so einen affinen eine affine Hyperebene und dann in der Dimension 1 höher den konvexen Kegel bilde und dann wieder runterschneide. Naja, aber jetzt können wir für diesen konvexen Kegel einfach den Satz von Cara-Theodori anwenden, weil den haben wir schon bewiesen. Wenn ich jetzt hier diesen konvexen Kegel bilde, brauche ich nur Länge m plus 1. Ich bin jetzt in Dimension m plus 1, bilde dort einen konvexen Kegel, also brauche ich Länge m plus 1. Und das heißt, wenn mein Punkt jetzt, kann ich also zum Beispiel hier unten jetzt m plus 1 schreiben, weil ich das hier schon bewiesen habe für den konvexen Kegel und dann kommt hier eben Summenlänge m plus 1. Kann ich jetzt also m plus 1 schreiben und damit habe ich den Satz von Cara-Theodori auch für konvexe Mengen bewiesen, die keine Kegel sind, aber mit Länge m plus 1. Gut, dieses Bild und die Bemerkung, das ist das, was ich Ihnen schon gesagt habe. Also in der Ebene, wenn Sie eine konvexe Hülle bilden, reicht es aus, Konvexkombinationen der Länge 3 zu nehmen, vorausgesetzt, Sie nehmen alle, die möglich sind. Aber mit weniger als 3 geht es nicht, wie Sie an diesem Dreieck sehen. Und grundsätzlich finden Sie, Sie können das immer, Sie nehmen immer den Nullvektor, Sie nehmen die Standardbasisvektoren E1 bis EM. Wenn Sie damit eine konvexe Hülle bilden,
kommt sowas raus, eine Art höherdimensionales Dreieck, ein sogenannter Simplex. Und da kann man sich leicht überlegen, dass wenn man wirklich alle Punkte haben will, muss man wirklich alle benutzen. Das heißt, da kriegen Sie immer m plus 1 raus. Es geht also nicht besser als m plus 1 viele. Man kann den Satz von Karateodori nicht verbessern. Gut, und damit kriegen wir jetzt ein schönes Korollar. Das erste Korollar ist, ein konvexer Kegel, der von endlich vielen Punkten erzeugt wird, ist stets abgeschlossen. Also anschaulich, vielleicht auch nicht so verwunderlich. Wir denken uns das vielleicht wieder so. Ich bin im Raum, da macht das jetzt nicht zu trivial, dort zeichne ich ein dreidimensionales Bild. Und da habe ich endlich viele Punkte. Ich zeichne die mal hier oben drin. Wenn ich jetzt damit einen konvexen Kegel aufspanne, muss ich zunächst mal natürlich alle Strahlen nehmen. Und dann aber auch noch Summen, iteriert, Konvexkombination, da kriegen wir sowas raus, einen polyedrischen Kegel. So sieht er aus. Und der sieht sehr abgeschlossen aus, ja, also wo soll da jetzt etwas nicht abgeschlossen sein? Und das ist genau der Satz, ein konvexer Kegel, der von einer endlichen Menge erzeugt wird, aufgespannt wird, ist stets abgeschlossen. Und wenn Sie eine beliebige nicht, wenn Sie über konvexe Mengen und nicht über konvexe Kegel reden, dann ist zumindest die Aussage, kann man zeigen, wenn S kompakt ist, also sollten Sie aus der Analysis kennen, diesen Begriff, die einfachste Weise, das zu sagen, ist beschränkt und abgeschlossen. Wenn die Menge S beschränkt und abgeschlossen ist, dann ist die konvexe Hülle von S ebenfalls wieder kompakt. Und damit natürlich auch abgeschlossen. Gut. Also beweisen wir den ersten Teil. Warum ist, wenn eine Menge endlich ist, der konvexe Kegel abgeschlossen? Naja, da benutzen wir jetzt den Satz von Karateodori. Wenn wir den konvexen Kegel von S bilden, dann brauchen wir, hat uns der letzte Satz gezeigt, für jedes einzelne Element können wir eine Positivkombination hinschreiben, wo jeweils nur linear unabhängige Elemente benutzt werden. Ja, da schauen wir streng genommen nochmal den Beweis an. Wir hatten ja gezeigt, wenn ein Punkt im konvexen Kegel von S liegt, dann gibt es eine Darstellung, bei der die benutzten Punkte linear unabhängig waren. Das hat unser Beweis gezeigt. Und das bedeutet, ich kann diesen konvexen Kegel schreiben als eine Vereinigung, wobei ich nur alle linear unabhängigen Teilmengen durchlaufe. Also ich betrachte jede Teilmenge S' von S, die linear unabhängig ist, und nehme jeweils nur den konvexen Kegel, der von S' aufgespannt wird. Ja, also die rechte Seite sieht jetzt erstmal potenziell kleiner aus als die linke, weil wenn ich eine Teilmenge nehme und davon den konvexen Kegel, ist es natürlich enthalten in dem gesamten konvexen Kegel, damit auch die Vereinigung. Aber dass eben jeder Punkt aus dem konvexen Kegel von S sich auch wirklich schreiben lässt als eine Positivkombination von einer linear unabhängigen Teilmenge, also schon in einem solchen konvexen Kegel von S' liegt, das haben wir im Beweis gezeigt. Gut, und natürlich ist das hier eine endliche Vereinigung. Wenn die Menge S selbst endlich ist, dann ist die Menge sämtlicher Teilmengen sogar schon endlich, erst recht die der linear unabhängigen. Das heißt, ich habe den Kegel von S als eine endliche Vereinigung geschrieben. Und dann reicht es aus, zu zeigen, dass jeder einzelne Ausdruck hier abgeschlossen ist, weil wenn ich eine endliche Vereinigung von abgeschlossenen Mengen bilde, bleibt es abgeschlossen. Also es reicht zu zeigen, dass jeweils kk von S' abgeschlossen ist. Also ich habe den zurückgeführt auf den Fall, dass diese Menge S linear unabhängig ist. Naja, wenn ich eine Menge habe, die linear unabhängig ist, dann kann ich ja einen Isomorphismus des Raumes anwenden. Das macht ihn zu einem Teil der Standardbasis. Also nach Isomorphismus ist also OBDA, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, meine Menge S' besteht aus dem ersten Paar Standardbasisvektoren. Ja, weil ich ja jede Basis auf jede andere abbilden kann. Oder jedes linear unabhängige Erzeugungssystem, jede linear unabhängige Menge von Vektoren kann ich mit einem Isomorphismus so abbilden, dass sie zu den ersten Paar Standardbasisvektoren werden. Und in dem Fall kann ich jetzt das S', die konvexe Hülle, explizit hinschreiben, weil was kriege ich denn da jetzt? Bilde ich Positivkombinationen der E's? Naja, da
da kommt immer in die erste Komponente was Positives, in die zweite und so weiter. Da kriege ich einfach die Menge aller Tupel, wo in den ersten Komponenten eine Zahl steht, sonst Nullen. Die Zahlen sind alle größer gleich Null. Also so etwas wie den ersten Ortanten. Wenn wir jetzt hier wirklich alle Einträge aufgefüllt hätten mit Lambdas, wäre das einfach der positive Ortant. Sonst kriege ich eben sowas wie einen niederdimensionalen Ortanten. Aber diese Menge ist abgeschlossen. Das sieht man durch Hinschauen. Das ist eine abgeschlossene Bedingung. Ja. Null abgeschlossen, größer gleich Null ist auch eine abgeschlossene Bedingung. Das heißt, nach Anwenden dieses Isomorphismus ist dieser konvexe Kegel offensichtlich abgeschlossen. Naja, und nicht umsonst habe ich hier ohne Beschränkung der Allgemeinheit geschrieben, ein Isomorphismus ist eine lineare Abbildung, die ist stetig. Die Umkehrabbildung ist auch stetig. Das heißt, der Begriff von Abgeschlossenheit ändert sich nicht. Wenn es hinterher abgeschlossen war, ist es vorher auch abgeschlossen gewesen und umgekehrt. Deshalb kann ich hier von Anfang an OBDA hinschreiben und habe gezeigt, dass das der Kegel, der von S' aufgespannt wird, abgeschlossen ist und damit ist der erste Teil des Satzes bewiesen. Gut, zweiter Teil des Satzes. Ich setze voraus, S ist kompakt. Ich muss zeigen, die konvexe Hülle ist wieder kompakt. Definiere ich jetzt mal eine Menge Delta. Das ist, soll die Menge aller Koeffizienten sein, die ich in einer Linearkombination benutze. Also das ist die Menge aller Lambda 1, aller Tupel Lambda 1 bis Lambda m plus 1 aus dem R hoch m plus 1. Mit der Eigenschaft, dass die Lambda i alle größer gleich 0 sind und sich zu 1 sind. Also genau die sämtliche Koeffiziententupel, die ich in einer positiv, in einer Linearkombination benutzen darf. Diese Menge ist offensichtlich kompakt. Ja, diese Bedingungen sind abgeschlossene Bedingungen. Beschränkt ist die Menge auch durch diese beiden Bedingungen, also offensichtlich eine kompakte Menge. Jetzt definiere ich eine neue Menge, nämlich ein sehr, sehr großes kartesisches Produkt. Ich definiere S, Kreuz, 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 S, also m plus 1 viele Kopien von der ursprünglichen Menge S, Kreuz diese Menge Delta. Die lebt natürlich jetzt in einem sehr hochdimensionalen Raum, nämlich die Menge S war meine ursprüngliche Teilmenge in R hoch m. Jetzt habe ich hier m plus 1 viele Kopien davon, dann bin ich also im R hoch m plus 1 mal m. Und diese Menge lebt im R hoch m plus 1, kommt noch dazu, dann bin ich also insgesamt im R hoch m plus 1 Quadrat. Sehr hochdimensionaler Raum, aber ist mir eigentlich egal. Wichtig ist, dass diese Menge wieder kompakt ist. Das ist eine allgemeine Aussage, ein kartesisches Produkt von kompakten Mengen ist stets wieder kompakt. Das kann man, solange man hier konkret im R hoch m irgendwo ist, relativ leicht sehen, indem man wieder beschränkt und abgeschlossen überprüft. Also die Abgeschlossenheit für ein kartesisches Produkt von zwei abgeschlossenen Mengen ist ganz klar. Und die Beschränktheit ist ebenso klar, weil wenn ich kartesisches Produkt aus beschränkten Mengen bilde, kann ich nicht unbeschränkt werden. So eine typische Aussage aus der Analysis. Also ist es insgesamt kompakt. So, und jetzt behaupte ich, dass ich die konvexe Hülle von S aber bekomme als Bild von T unter einer stetigen Abbildung. Ich würde jetzt ein Element aus T nehmen. Das besteht zunächst mal aus m plus 1 vielen Punkten aus der Menge S jeweils. Und dann so ein Tupel Lambda 1 bis Lambda m plus 1, das die Bedingungen aus Delta erfüllt. Und natürlich bilde ich das jetzt ab auf die daraus entstehende Linear-Konvex-Kombination. Also Summe i gleich 1 bis m plus 1, Lambda i a. Ja, auf die Art und Weise bekomme ich eine Abbildung, die ist definiert auf der Menge t. Die startet auf t. Und was rauskommt, ist stets in der konvexen Hülle von S. Weil ich ja gerade hier Konvexkombinationen von Elementen von S bilde, der Länge n plus 1. Und der Satz von Karateodori, das sagt mir gerade, dass das surjektiv ist. Ich kann dieses feste m plus 1 wählen, muss hier nicht irgendwelche unendlich langen Produkte oder hier was unendlich langes bilden. Jedes Element aus der konvexen Hülle von S halte ich auf diese Art für eine Konvexkombination der Länge n plus 1. Also ist es surjektiv. Oder eben
Die konvexe Hülle von S ist das Bild unter der so definierten Abbildung der Menge T. Diese Abbildung ist aber offensichtlich stetig. Da wird ja nur addiert und multipliziert. Das ist immer stetig in R hoch M. Und Sie wissen hoffentlich auch aus der Analysis, dass das Bild einer kompakten Menge unter einer stetigen Abbildung immer wieder kompakt ist. Auch nicht sehr schwer zu zeigen. Und damit haben wir also gezeigt, die konvexe Hülle ist wieder kompakt. Okay, gut, damit ist der Satz abgeschlossen. Übrigens kann man sich noch überlegen, für Kegel stimmt das nicht. Also wir haben bewiesen, wenn die Menge S endlich ist, ist der davon erzeugte Kegel abgeschlossen. Aber wenn die Menge kompakt ist, muss der Kegel nicht abgeschlossen sein und auch nicht, ja, kompakt sowieso nicht, weil er ist ja unbeschränkt. Ein Kegel ist immer unbeschränkt. Deshalb kann er nicht kompakt sein, aber abgeschlossen könnte er sein, aber das stimmt nicht. Sie können zum Beispiel hier in diesem Bild als Ihre Menge S eine abgeschlossene Kreisscheibe nehmen. Das ist das Orangene hier. Die soll abgeschlossen sein mit Rand. Das ist also eine kompakte Menge, beschränkt und abgeschlossen im R hoch 2. Wenn Sie jetzt davon den konvexen Kegel bilden, müssen Sie ja sämtliche Positivkombinationen mitbilden. Da kriegen Sie natürlich hier schon mal den gesamten, alles hellblau, weil Sie ja hier jeden Punkt einfach schreiben können als eine Skalierung von etwas aus dem Orangenen. Aber von dem Rand dieses Halbraums kriegen Sie ausschließlich den Nullpunkt. Der gehört natürlich dazu, der hat ja schon zur Menge S gehört. Aber wenn Sie anfangen, hier Positivkombinationen zu bilden von etwas Orangenem, kommen Sie hier nie auf den Rand, weil in diese Richtung können Sie ja nie gehen. Da gibt es ja nichts im Orangenen. Das beginnt ja erst oberhalb. Also der Kegel, der von dieser kompakten Menge aufgespannt wird, ist nicht abgeschlossen,